Schönen guten Tag an die Geräte zu Hause. Es ist Montag, der 15. April und wir haben 18.45 Uhr. Mein Name ist Christian Schlegel und wir schauen uns heute mal die Deutsche Telekom an. Ich bediene mich heute des Tools der Hypovereinsbank One Markets und vor Ihnen liegt der 5-Jahres-Chart seit dem 15.04.2014. Außer dieser Bewegung, die die Telekom hier gemacht hat, im Oktober 2014, bis rein hier zu dem April 2015 ist eigentlich die gesamte Bewegung hier nichts anderes als eine Seitwärtsbewegung in einer ziemlich engen Range. Wenn Sie von 13 hoch bis 15, das sind die äußersten Punkte. Also 5 Jahre lang seitwärts. Dieser Film soll nicht dazu dienen, Sie davon zu überzeugen, dass jetzt die Telekom die Aktie des Jahres wird und am Ende des Jahres vielleicht bei 30 oder 40 stehen wird. Das ist nicht der Fall. Aber was mir auffällt bei Telekom, sie macht immer wieder schöne, durchgezogene Bewegungen. Hier von 13,5 bis 15,5, 2 Euro, hier war das dann auch so. Und wir haben eine solche Bewegung auch hinter uns. Diese Kurslücke hier, das sogenannte Gap, ist nicht etwa irgendwie ein nennenswerter Kursverfall gewesen, sondern vielmehr einfach nur der Abschlag der Dividende. Das, was ich finde, interessant ist bei diesem Wert, ist, wir haben immer noch diesen Aufwärtstrend, mehrere Mal bestätigt, sehr, sehr gut, liegt momentan bei 14,40. Und tatsächlich nach dem Abschlag der Dividende fällt der Wert nicht mehr nennenswert. Er bildet hier so eine Art kleinen Boden. Der nächste Boden, und das ist ganz wichtig, weil da geht es gleich um die Scheine, ist hier der Bereich um 14. Vor dem Hintergrund der Technik, wir haben hier einen Trendfolger, das sogenannte MACD, was auch leicht positiv schon ist. Und auch der Oszillator, den ich als Timing-Indikator nehme, ist positiv, dreht nach oben. Vor diesem Hintergrund muss ich davon ausgehen, dass der Abschlag mehr oder weniger das war, was die Telekom bietet und dass die nächste Bewegung tendenziell eher nach oben gerichtet sein sollte. Dieses Tool von der Hypovereinsbank One Markets hat ja die Möglichkeit, wenn Sie mit einem Doppelklick auf den Wert gehen, kommen Sie auf die Derivatebox. Hier ist sie, ich habe sie vorbereitet. Und da können Sie sich aus allen Arten der Derivaten, die die Hypovereinsbank One Market anbietet, was aussuchen. Ich bin jetzt mit Ihnen hier bei den K.O.-Produkten. Ich habe noch kein echtes Kaufsignal, muss ich ganz klar sagen. Ich vermute allerdings, wenn hier die nächsten Tage weiter seitwärts bleiben, dass sich das alles stabilisieren wird und dann ist dieses hier für mich die wichtigste Unterstützung gepaart mit diesem Aufwärtstrend. Hier liegen wir bei 14. Die Telekom hat also nicht diese extreme Volatilität wie zum Beispiel eine Continental oder eine Wirecard. Die ist also erheblich ruhiger. Von daher habe ich also auch kein Problem, meinen K.O.-Schein 2% unter diesem Punkt hier zu suchen, unter diesem Low, was wir hatten und lange verteidigt haben, bei 14. Da liegen wir ungefähr bei 13,74. Und den Schein, den ich Ihnen für die Watchlist mitgeben möchte, hat einen Hebel von 13, ich runde leicht, und hat eine K.O.-Grenze von 13,74. Da liegen wir also ungefähr hier. Das hat schon einen ordentlichen Abstand. Die Kennnummer von diesem Schein ist die HX8ARH. HX8 Anton Richard Heinrich. Das ist ein zeitlich unlimitierter Schein. Das heißt, der Basispreis ändert sich täglich leicht nach oben. Er kommt also dem aktuellen Kurs entgegen. Ich habe als weitere Unterstützung hier den Bereich von 14,50. Der verbindet sich hier mit dem sogenannten Bollinger Band und zwar mit dem unteren. Das ist für mich auch ein guter Punkt. Und danach kommt dieser Aufwärtstrend, den wir jetzt hier auch schon haben seit, ich sage es Ihnen ganz genau, seit dem 3.4. letzten Jahres. Immer wieder höhere Hochs, höhere Tiefs, höhere Hochs, höhere Tiefs, höhere Hochs. Ich gehe nicht davon aus momentan, dass wir dieses Tief hier nochmal sehen werden. Ich glaube eher daran, dass wir irgendwo hier in diesem Bereich zwischen 14,5 und 15 einen Boden finden werden, der den Wert animieren könnte, nochmals ein neues Hoch zu machen und somit diesen Trend hier fortzusetzen. Wenn ich ihn einen Call nenne, muss ich ihn aber auch einen Put nennen. Für alle jene, die denken, nee, der Schlegel, der liegt völlig daneben und das Ding geht hier drunter und fliegt hier runter. Sollte man allerdings die Basis hier oben drüber suchen, das heißt über 16, ungefähr bei 16,10. Jetzt schauen wir mal nach dem Put und kommen auf diesen hier. Mit einem Hebel von 11, einem Basispreis bzw. einem Knockout von 16,29, da sind wir hier oben. Also deutlicher hinter dem letzten Verlaufshoch.
Dieser Schein, ebenfalls unlimitiert, hat die Kennnummer HY8YKD. Letztgenannter Schein käme für mich erst dann in Frage, wenn wir diesen Boden hier unterbieten. Unter 14. Und da auch mit Schlusskurs landen. Vorher packe ich mir den auf die Watchliste, aber ich möchte eigentlich da noch nicht investiert sein. Momentan sehe ich für die Telekom eher mehr Chance als Risiko. Ich wünsche Ihnen ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye bye.